alle meine Träume, alle meine Ziele, die ich hatte, die waren einfach verschwunden, die waren in den Boden eingestampft. Und dann begann wirklich der schlimmste und größte Kampf meines Lebens. Was erwartet euch heute? Mentale Stärke ist mein Thema, würde ich sagen. Es ist das, was mich überhaupt heute hierher gebracht hat. Ich habe viel daran gearbeitet, ich habe mir viele Gedanken gemacht die letzten Jahre und freue mich, es weitergeben zu können an Menschen, die das auch möchten, die das vielleicht auch brauchen. Was bedeutet mentale Stärke für mich? Wie sieht das aus? Wie stelle ich mir das vor? Was habe ich gelernt, was mentale Stärke ist? Und was berechtigt mich überhaupt, hier heute stehen zu dürfen und euch zu coachen, sage ich mal, mit diesem Thema. Mentale Stärke, was ist das im Endeffekt? Es ist meiner Meinung nach nichts, was du sofort siehst. Also du siehst das nicht einem Menschen an, boah, die ist super mental stark oder der. Sondern das merkst du erst im Laufe der Zeit. Vor allem merkst du das, wenn du die Geschichte des Menschen kennst. Denn mentale Stärke hat man nicht einfach. Mentale Stärke entwickelt sich im Laufe des Lebens. Mentale Stärke entwickelt sich vor allem in Krisensituationen. Das heißt, Menschen, die viele, viele schwierige Situationen in ihrem Leben gemeistert haben, die können ihre mentale Stärke natürlich richtig ausbauen. Es gibt aber auch Menschen, die daran zerbrechen. An Krisensituationen, Schicksalsschläge, Traumata, was auch immer. Aber dann gibt es die anderen, die dadurch wachsen. Ihr kennt alle das Sprichwort, was dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Und im Endeffekt macht es deine mentale Stärke härter und größer. Und deshalb habe ich euch auch eine Folie mitgebracht, die wir jetzt einblenden. Das ist unser Leben. Das Leben ist eine Entwicklung. Wir alle fangen ganz klein an. Und haben aber große Ziele, haben Träume, haben Ziele, die wir aktuell noch nicht erreichen können. Warum? Weil wir noch nicht die Persönlichkeit sind, die diese Träume erreichen kann, die die Fähigkeiten hat, die diese mentale Einstellung, diese mentale Stärke auch besitzt, um dieses große Ziel, was wir haben, zu erreichen. Das heißt, es ist ein Prozess. Wir müssen uns erstmal zu einer Persönlichkeit entwickeln, die unsere Ziele und unsere Träume verwirklichen kann. Und was passiert aber auf diesem Weg? Wir steigen auf und wir gehen wieder runter. Manchmal stolpern wir auch 2, 3 Stufen rückwärts. Manche bleiben auch einfach stehen auf einem Plateau, weil sie sagen, okay, ist das mir zu anstrengend? Ich bin zufrieden, ich möchte gar nicht mehr, ich hake diesen großen Traum ab. Was meiner Meinung nach sehr, sehr schade ist, denn wir haben alle das Recht, dazu das zu machen. Aber wir müssen im Endeffekt einfach uns diesem Prozess hingeben. Und mentale Stärke entwickelst du in den Situationen, wo es gerade nicht so gut läuft. Wo ihr hier diese Treppe runterpurzelt und dann aber ihr euch entscheidet, wieder aufzustehen und es nochmal probieren. Wie so ein Kind. Ein Kind hört auch nicht beim ersten Mal auf, wenn es hinfällt, wenn es gerade laufen lernt, sondern es steht einfach auf und probiert es und fällt wieder hin und steht wieder auf. Und das brauchen wir im Leben einfach, diese Widerstandskraft, es immer wieder zu probieren. Ich bezeichne ganz offen die mentale Stärke auch als unsere Software. So egal wie stark deine Hardware ist, wenn die Software nicht mitläuft, wenn die Software nicht upgedatet wird, wenn die Software nicht die richtigen Programme hat, die Antivirenprogramme und, dann kannst du nicht aus den Vollen schöpfen. Das heißt, du kannst dein ganzes Potenzial gar nicht ausschöpfen. Das funktioniert nicht. Und ich bin mir sicher, jeder einzelne von euch hat Smartphone, Laptop, Navigationssystem jetzt vielleicht nicht mehr, die gab es früher mal, aber ganz viele elektronische Geräte. Da hauen wir uns nur die ganze Zeit ein Update nach dem nächsten rein. Warum? Weil wir wollen, dass es schneller ist, dass es besser wird, dass es unser Leben erleichtert. Warum machen wir das ganz selten bei uns? Bei unserer Software? Denn die ist einfach entscheidend. Viele von euch oder fast alle, die jetzt heute da sind, die haben natürlich mit Persönlichkeitsentwicklung jetzt was zu tun. Die sind diesen Weg gegangen. Das heißt, sie fangen oder sie haben schon angefangen, an ihrer Software zu arbeiten. Aber da sollte mehr passieren. Wir sollten mehr in unsere Software investieren, in unser Update, als einfach nur in das Update im Äußeren von unseren technischen Geräten. Denn wenn es hier oben funktioniert, dann werdet ihr besser, dann werdet ihr schneller, stärker und erleichtert euch einfach euer Leben damit. Ja,
Weltmeisterin geworden, den Titel verteidigt, war auf dem Höhepunkt meiner Karriere und habe mit 25 Jahren dann einen jungen Mann kennengelernt, der mein Leben ultra auf den Kopf gestellt hat. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mich verliebt, hatte davor, überlegt mal, 25 Jahre nur Scheuklappen, Sport, 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 Fokus, Fokus, Fokus. Es gab nichts anderes. Und plötzlich lerne ich die Liebe kennen, rosarote Brille, total irritiert am Anfang so, was ist das für ein Scheiß, damit will ich gar nichts zu tun haben. Und habe mich dann aber hingegeben und habe das akzeptiert und gesagt, okay, ich fühlt sich ja ganz cool an. Und ja, es gab nur ein großes Problem, mein Vater hat nicht mitgespielt. Der war von Anfang an gegen diese Beziehung, also grundsätzlich gegen eine Beziehung. Und er war mein Manager und hat einfach gesagt, unsere Karriere ist dadurch in Gefahr. So, es begann ein riesen Familiendrama. Er hat die Familie verlassen und hat angefangen, mir zu drohen. Und ist in den Libanon geflogen und hat meine Familie gefragt, ob er mich umbringen darf, weil ich ja die Ehre der Familie verletzt habe. Also total ganz, ganz kranker Film. Ich bin den Weg trotzdem weitergegangen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ihm die Stirn geboten. Bin dann am 1. April 2011 in Berlin gewesen vor einem weiteren WM-Kampf. Komplett in Wettkampfmontur. Und plötzlich geht die Kabinentür auf. Riesentumult draußen, Knall, Gespräche, Geschrei und ich wusste gar nicht, was los ist. Und auf einmal stand mein Papa da und schießt auf mich. Erster Schuss, ich habe gedacht, meine Ohren platzen in diesem Raum, ich habe das gar nicht gerafft. Und irgendwann, ich hatte so einen rosanen Boxhandschuh an, alles voller Blut, vorne, hinten. Und da habe ich erst verstanden, oh Scheiße, er hat mich echt getroffen. 40 Minuten war ich dann mit ihm eingesperrt in dieser Kabine. Und ja, das waren die schlimmsten Minuten meines Lebens. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erzählen. 4 Schüsse, 4 Treffer in beide Füße, in ein Knie und in eine Hand. Und natürlich in die komplette Seele. Ich bin dann natürlich mehrere Stunden notoperiert worden. Und am nächsten Tag, als ich aufgewacht war, war ich ganz weit unten auf dieser Treppe. Ich bin per Rückwärtssalto darunter gekullert und wusste einfach nicht mehr mit mir irgendwas anzufangen. Alle meine Träume, alle meine Ziele, die ich hatte, die waren einfach verschwunden, die waren in den Boden eingestampft. Und dann begann wirklich der schlimmste und größte Kampf meines Lebens. An irgendeinem Morgen, ich glaube 3-4 Wochen, nachdem ich im Krankenhaus war, kommt so eine kleine blonde Frau in das Krankenzimmer, Physiotherapeutin, voller Euphorie und sagt, Rola, wir machen heute deine ersten 2 bis 3 Schritte. Und ich denke mir so, will die Frau mich verarschen? Ich bin Weltmeisterin, ich beherrsche jede Faser meines Körpers. Warum sollte ich mich jetzt über 2, 3 Schritte freuen? Das geht nicht. So, bis ich es dann probiert habe. Und diese Beine, die mich diese Treppe des Lebens getragen haben, die mich zur Weltmeisterin geführt haben, die mich rausgebracht haben aus der Mobbingrolle, die konnten mich keine 3 Sekunden mehr halten auf meinen Beinen. Ich bin zusammengesackt, Kreislauf und Beine waren natürlich komplett im Eimer und habe geweint. Ich habe die ganzen Tage davor geweint, wie ein Schlosshund, aber an dem Tag war es ein anderes Weinen. Denn plötzlich habe ich meine Zukunft gesehen und gespürt. Alles, was die Ärzte gesagt haben, Rola, du wirst nie wieder laufen können, du wirst humpeln, deine Hand wird verkrüppelt sein, wir müssen dir deine Füße und dein Knie versteifen, deine Füße versteifen, du brauchst ein künstliches Kniegelenk. Das wird alles wahr sein, wenn du mitspielst. Wenn du einfach sagst, okay, liebe Umstände, ich akzeptiere das jetzt. Und ich habe dann versucht, mir in der Zukunft vorzustellen, wie die Rola ist. Die Rola in 5 Jahren. Und es war keine gebrochene Frau. Das war eine glückliche Frau. Das war eine Frau, die ihre Ziele erreicht. Das war eine Frau, die voller Energie ist, die Kinder hat, die ihren Mann an ihrer Seite hat und die einfach voll im Leben steht. Und dann ist mir eins bewusst geworden. 10 Jahre habe ich mir vorgestellt, einfach mal Weltmeisterin zu werden, als kleines 14-jähriges Mädchen. Und ich habe es geschafft. Warum soll das jetzt nicht möglich sein? Und von da an begann mein richtiger Kampf. Ich bin auf die Beine gekommen und ich habe zu allen, innerlich gesagt, setz dich hin und schau mir zu. Egal, was die alle gesagt haben, es geht nicht, es ist nicht machbar, weder medizinisch noch psychisch. Ich habe es einfach gemacht. Und 21 Monate später stand ich tatsächlich wieder im Boxring, durfte um die WM kämpfen, habe das einzige Mal in meiner Profikarriere verloren an dem Tag, bin aber mehrere Monate später wieder Weltmeisterin geworden
Und im Jahr 2016 habe ich dann meine Karriere offiziell beendet als dreifache Titelträgerin und habe insgesamt 9 WM-Kämpfe in meiner Karriere gewonnen und habe einfach gezeigt, du kannst nicht nur viel erreichen, sondern mit der richtigen mentalen Einstellung, mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Verlangen, das du innerlich hast, kannst du alles erreichen. Kontrolliere deine Gedanken. Mach dir bewusst, dass du die einzige Person bist, die Kontrolle über die eigenen Gedanken hat. Egal, was man dir antut, egal, wie sehr du im Äußeren Schmerzen hast, egal, wie sehr dich jemand misshandelt, dir deinen Arm abhackt oder weiß der Kuckuck was, deine Gedanken, die gehören immer dir. Ich weiß nicht, ob ihr Viktor Frankl kennt. Wer kennt Viktor Frankl? Okay. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, wäre cool, wenn jetzt jemand das in den Chat schreiben würde. Viktor Frankl, sein Buch Trotzdem Ja zum Leben, müsst ihr euch anschauen, sage ich schon, müsst ihr euch durchlesen. Unfassbar starke Persönlichkeit und so, so wertvoll dieses Buch. Und Viktor Frankl ist ein Psychologe aus Österreich gewesen, der ein KZ-Überlebender, und der hat von seinen Erfahrungen erzählt. Und der hat gesagt, egal was sie ihm angetan haben, im Äußeren, was sie ihm körperlich angetan haben, seine Gedanken, da sind die nicht rangekommen. Diese Macht habe nur ich und kein anderer. Ich kann mich entscheiden, glücklich zu sein. Ich kann mich entscheiden, etwas Positives zu denken, obwohl mir gerade was Negatives widerfährt. Das heißt, mach dir bewusst, du entscheidest, was du denkst und nicht deine Umstände und die Menschen um dich herum. Wenn du das schaffst, dann kontrollierst du immer mehr deine Gedanken. Punkt Nummer 2, sehr hart, aber ich feiere das absolut. Bedenke deine Sterblichkeit. Wisst ihr, ich hätte am 1. April 2011 auch sterben können. Wäre heute gar nicht da gewesen. Das war ein Moment. Ein Moment, der dein komplettes Leben verändert hat. Oder der mein komplettes Leben, jetzt rede ich schon mit der dritten Person, der mein Leben komplett verändert hat. Und das hat mir gezeigt, dass es immer vorbei sein kann. Dass es diesen Morgen, auf den wir viele Dinge oft schieben, dass der vielleicht gar nicht eintrifft. Keiner kann sagen, wie lange er hier noch ist, wie viel Zeit er hat und wie diese Zeit auch aussehen wird. Deshalb, egal was du machen möchtest, mach es jetzt. Diese Ausreden, die wir haben, ja, ich mache das, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich mehr Bock habe, mehr Motivation, mehr Geld. Dieses Wenn wirst du nicht erreichen, wenn du nicht jetzt etwas veränderst. Denn wenn du genau so weitermachst, wirst du auch genau dieselbe Situation haben. Deshalb bedenke deine Zeit. Das ist das Kostbarste, was wir haben. Alles auf der Welt ist unendlich. Liebe, Beziehungen, Menschen, die uns begegnen, Jobs, Geld, alles gibt's unfassbar viel. Und alles kannst du verlieren und wieder gewinnen. Nur deine Zeit nicht. Das letzte Jahr, wenn du das verplempert hast, hast du Pech gehabt. Das kann dir kein Mensch zurückgeben. Das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Das heißt, das Wertvollste und Wichtigste, wonach wir unsere Entscheidungen treffen sollten, ist immer die Zeit, die wir haben. Wo wir leider nicht wissen, wie viel wir davon noch haben. Deshalb bedenke deine Sterblichkeit, schieb nichts mehr auf, geh los für das, wonach du einfach brennst die ganze Zeit. So, der nächste Tipp. Die Meinung anderer sollte euch SCH... egal sein. Denn die Meinung anderer ist einfach nur die Meinung anderer. Eure Meinung zählt. Eure Meinung ist wichtig und eure Meinung ist auch immer für euch die richtige. Denn ich kann jetzt hier ein Glas hinstellen und eine Flasche. Und ich kann sagen, die Flasche steht links, das Glas steht rechts. Für euch sieht das ganz anders aus. Ihr würdet sagen, nö, das ist andersrum. Und ihr würdet darauf bestehen, weil ihr das aus eurer Perspektive so seht. Und genau so ist das mit Meinungen. Jeder empfindet das anders, jeder sieht das anders, jeder fühlt das anders. Und deshalb ist das auch total egal, was andere über euer Leben denken, wie sie euch verurteilen vielleicht auch. Solange ihr niemandem schadet, geht eurem Weg. Und eine Meinung ist nichts anderes als ein Geschenk. So bezeichne ich das heute. Wisst ihr, ein Geschenk, das nehmt ihr an, sagt Dankeschön, wenn ihr es dann aufgemacht habt, könnt ihr sagen, boah cool, wollte ich schon immer mal haben, das hilft mir weiter, oder ach du meine Güte, kommt zum Schrottwichteln oder in die Restmülltonne oder wo auch immer. Das heißt, ihr entscheidet, was ihr damit macht. Entweder die Meinung
wirklich für euch annehmen, wenn es konstruktive Kritik zum Beispiel ist, wo ihr merkt, okay, ich kann was verbessern. Oder hier rein, da raus. Okay? Eure Meinung ist wichtig und nicht die der anderen. So, Tipp Nummer 4. Deine Gedanken sind deine Realität. Es ist absolut egal, was du denkst, du hast immer recht. Denkst du, boah, ich schaffe das nicht, das ist viel zu anstrengend für mich, dann hast du absolut recht. Denkst du aber das Gegenteil, das packe ich, ich habe die Kraft, ich ziehe das durch, dann hast du auch recht. Überlegt mal, als ich mit 14 Jahren gesagt habe, ich möchte Weltmeisterin werden. 10 Jahre habe ich für diesen Weg gebraucht. Wenn ich 10 Jahre gedacht hätte, boah ja, wäre schon cool, mal Weltmeisterin zu werden, aber eigentlich ist es echt anstrengend und hola, das schaffst du gar nicht so. Ist unvorstellbar. Dann wäre ich es auch nicht geworden. Aber in meinem Kopf gab es keine Alternative. Es gab einfach so, ich werde Weltmeisterin. Ich wusste zwar nicht wann, aber ich werde das. Und die Menschen, die sich vielleicht ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung auskennen oder sich auch dafür interessieren, die verstehen jetzt, was ich meine. So, das, was du ins Universum rufst, das kriegst du. Du musst einfach nur ganz tief daran glauben. Und nicht hoffen und bitten, ja, vielleicht werde ich das. Weil hoffen und bitten, gibt es immer eine Option, dass es schief geht. Das heißt, du bist in deinem Mangelbewusstsein. Du musst in dein Füllebewusstsein treten. So, ich werde das. Ich glaube ganz tief und fest daran. Und dann passiert das auch. Alles, was du denkst, entwickelt sich zu deiner Realität später. Das heißt, erst kontrollieren, Bewusstsein schaffen, dass ich entscheide, was ich denke. Und dann natürlich später auch das richtige Denken, also das Denken, was ihr erreichen wollt. Wenn ihr die ganze Zeit sagt, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, schafft ihr es auch nicht. Wenn ihr aber denkt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, schafft ihr es irgendwann. Das heißt nicht, denkt einfach nur nach und dann klappt es. Ihr müsst natürlich auch was dafür tun. Aber der Glaube, der fängt im Inneren an und der ist einfach entscheidend. So, und nun zum letzten Tipp. Lass los. Lass los von allem, was dich aufhält. Negative Eigenschaften, negative Gedanken, negative Menschen, die dir nicht gut tun, Orte, die dir nicht gut tun. Distanzier dich davon. Ich habe natürlich auch da, spreche aus eigener Erfahrung, ich weiß, wie es ist, Menschen, die dir jahrelang an deiner Seite standen, die engste Bezugsperson für dich waren, die alles für dich gemacht haben, dich von heute auf morgen einfach fallen lassen können. Und wie schwierig es da ist, loszulassen. Aber es gehört dazu. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben und kein anderer. Erst stehst du an erster Stelle. Denn nur du, auch wenn du Mama bist und sagst, meine Kinder sind viel wichtiger. Ja, absolut, gebe ich dir recht, ich bin auch Mama. Aber wenn ich nicht funktioniere, dann kann ich meinen Kindern nichts bieten. Das heißt, ich muss auch an mir arbeiten. Jeder ist, oder? Ich denke, jeder ist geflogen von euch schon mal. Wer ist geflogen? Okay, fast jeder. So, was sagt man? Wenn die Beatmungsmaske rausfällt, legen Sie sich erst selber die Maske an und helfen Sie dann anderen. Also auch da, du kannst nicht anderen Menschen helfen oder glücklich machen, wenn du das selber nicht bist. Deshalb folge deinem Herzen und mache das, was dich glücklich macht. Ist das ein neuer Job? Ist das das Ende der Beziehung, die toxische Beziehung, über die du dich ja Jahre aufregst? Sind das Menschen in deinem Umfeld, die dir nicht gut tun? Ist das ein Ort, zu dem du immer hin musst, weil du denkst, du musst dahin und der dir nicht gut tut? Lass es sein. Folge deinem Herzen. Denn die innere Stimme, die wir haben, die kennt immer den Weg. Aber alles im Äußeren ist immer so laut in unserem Leben, dass wir uns gar nicht erlauben, dieser inneren Stimme zuzuhören, die uns immer den Weg weist. Einfach mal runterfahren und sagen, okay, was hast du mir zu sagen? Und da einfach mal vertrauen. Aktives Vertrauen ins Leben.